Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play WarioWare Smooth Moves. Smooth. In der letzten Folge haben wir Jimmy T, Cat und Anna und Young Cricket abgeschlossen. Genau. Und jetzt machen wir vielleicht zwei oder drei von denen hier. Fangen wir an mit Ashley. Hat die nicht auch ein eigenes Lied gehabt? Ja. Das war so genial, vor allem die japanische Version war genial. Ashley und Red. Das geschwätzige Zauberbuch. Ashleys Haus in der Bibliothek. Man sagt mir nicht, ich muss ranzoomen und so. Du wirst es schon noch sehen. Ja, ich war jetzt hier ein Magical Girl. Das war echt. Abgrundtief. Was? Trauer, Wut. Ich habe da eine Idee. Okay, bist du bereit? Ja. Dann feiern. Öffnen. Ah. Bergstufe. Mein Gott, ist dafür hier rausgekommen. Oh, das haben wir hier. Der Daumencatcher. Halte den Formenstab aufrecht und lege deinen Daumen auf die Spitze. Der höchste aller Athleten, der Daumencatcher, braucht Jahre, bis er diese Haltung beherrscht. Ah, ich weiß, ich merk's. Und nochmal. Perfekt. Im dritten in den vierten Gang geschaltet. Alles, was du in der Fahrschule lernen musst. Ja. Was ist es? Ich muss mich noch entscheiden. Die Ablage. Ja, geil. Lege den Formstab auf der Ablage. Ich habe keine Ablage. Wie eine abgelegte, jedoch wertvolle Spielkarte auf eine stabile Unterlage. Rühre den Formenstab nicht an, bis dir das Zeichen dazu gegeben wurde. Nee, auf eine stabile Unterlage. Dein Bein. Ich wollte auf meinen Bauch legen. Ja, was ist? Geh weg. Du musst das auch dann ans Ohr halten. Also. Wieso telefonierst du nicht so, oder was? Der Daumencatcher. Meißeln! Perfekt! Museumsreif. Was soll das sein? Ich glaube, es ist so eine Tiki-Statue, keine Ahnung. That's right! That's right! Oh, der Hula Hula! Der Hula Hula! Halte den Fahnenstab an deinem. Was lachst du denn so? Diese Haltung kreiert die Atmosphäre eines Urlaubs in fernen. Jetzt kommt der Beckenstoß. Ich sitze neben ihm, Freunde. Ich kann das sehen. Okay. Weiß nicht, was da so witzig ist, aber okay. Es kommen dann noch so ein paar. Oh, rein. Das ist was? Das mache ich auch mit meinen Handys, genau. Nutzt nie ein Handy. Komm, wir machen noch ein bisschen schneller. Ja. Der Hula Hula. Und Hula 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 Hula. Musst du auch gleich machen. Schütteln und sprühen. Und den reinhalten. Oh, was? Nein, kennst du nicht von der Formel 1? Und Hula Hula. Warten. Und ziehen und schießen. Oh, oh, meine Hose. Hast du gesehen, was auf der Hose abgebildet war? Ja. Die Mario Power-Ups. Würfel eine 3. Was? Curses. Oh ja. Ja, toll, ein Leben. Okay, komm, das ist der einfachste Boss überhaupt. Die Ablage.
nehmen, wenn fertig. Es ist erst fertig, wenn das zweite Brötchen da ist. Ah, ist fertig. Ja, damit. Das war ein kleiner Burger. So einen kleinen habe ich noch nie gesehen. Ich mache gerade eine Diät, also. Perfekt. Ich bin jetzt weg. Erinnert mich irgendwie an so einen Typen aus Undertale, glaube ich. Sieht doch auch irgendwie einer so aus. Aus Undertale? Ja. Genau, ist auch, gibt's auch irgendwie so einen Skelettkopf, glaube ich. Entweder ist es Sans oder Papyrus. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Namen nicht. Ich würde eher sagen, es ist Papyrus. So was. Na, so was. Oh Gott, das ist der Predator. Huh. Oh, da freut sie sich. Okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir haben jetzt eine mega große Pflanze erschaffen. Alter, wird sie jetzt gefressen oder was passiert jetzt? Nee. Boah, okay. Okay. Beinahe. Hocus Pocus. Okay. Oh, mit Ashley habe ich, glaube ich, 97 Punkte mal erreicht. Hier kommt Papa, ja. Was sollte das denn? Ja, wir stoßen. Ey. Ja, Hula Hula. Oh Gott. Scheiße, das sieht so bescheuert aus. Die Ablage. Oh, wir fliegen 1. Da war ein 1. Was muss er denn da machen, ey? Muss ich danach noch drehen, oder? Oh, oh. White T-Shirt Contest mit Männern. Das war jetzt nicht irgendwie awkward, ne? Nachwart. Oh, warten. Ziehen und schießen! Jawoll! Mit Zaino. Er kriegt so ein einfaches Spiel. Was willst du von mir? Die Ablage. Meins! Hey! Was? Nein! Warum? Keine Ahnung. Was machst du denn da? Ich hab nur begriffen, als der Stern kam. Im fünften in den sechsten Gang. Das kann ich, aber ich habe keinen sechsten Gang. Der Regenschirm. Da hättest du auch eigentlich nur auf A drücken müssen. Hab ich auch. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Hallo? Ich hab der Deal ist vorbereitet. Ich hab nichts verstanden. Wir müssten mal nachher mal, wenn wir den Part beenden, mal den Ton der Briefe ausschalten. Hey, hey! Warum? Ridiculous! Ich konnte das nicht bewegen, was soll das? Egal, okay. Machen wir diesen Charakter. Ja. Das war ja sehr scheiße. Okay. Dribble und Spitz, die beiden Taxifahrer. Okay. Sie waren es auch wie die Charaktere im Touchscreen dann wieder vorbeigebracht haben. Okay. Übermorgen bergen. Da ist mein Taxi. Wer hätte das gedacht? Heute ist doch noch richtig schön geworden. Richtiges Ausflugswetter. Ja. Entschuldigung. Das ist schon wieder Mona ist, ne? Sind Sie frei? Wo soll's hingehen? Nach übermorgen Bergen. Sofort. Amatscha, close up. What? Da mal los ins Crazy Taxi. Ja, da mal los. Bist du bereit? Ja. Erstes Spiel werde ich sofort von fahren. Pass auf. Dann fang an. So, ein bisschen Coke hier rein. So. Okay. Die Hantel. Dreh den Formenstab quer und greif ihn mit deiner rechten Hand von unten. Wahrhafte Meister, pack
drücken fest zu und ihre Gesichtszüge erstarren zu einer angestrengten Grimasse. Ja, ich habe ihn einmal gehoben. Ich spüre hier das Adrenalin. Okay. Und dann, dein Planet braucht dich. Oh. Der Irokese. Halte den Formenstab mit dem Zeiger nach vorne über deinen Kopf. Lass den Formenstab nicht fallen. Das wäre so, wie mit einem Iro in den Regen zu geraten. Der Albtraum eines singenden Punkers. Come on! Oh Gott! Oh, wenn Ping-Pong nur so einfach wäre. Das ist Tischtennis gewesen. Ist doch das gleiche. Mit A. Oh Gott. Der Straßenkehrer. Der Straßenkehrer. Was bin ich? Halte den Formenstab mit beiden Händen, als würdest du einen Mob halten. Mit dem Formenstab und beiden Händen. Gegen den Schmutz und für die Ordnung. Aua! Oh. Ich bin Jedi irgendwie. Boah. Der hatte keine Chance, der Schwarze. Das war eine Schwarze. Ist doch egal. Boah, geil. Wenn Kniebeugen so leicht wäre. Mensch, Pegel. Strike werfen! Strike! Ich hab mal einen Strike mit 160 Sachen geworfen. Das ist gar nicht irgendwie, das war irgendwie an die kleine Mädchen. Here we go! Oder Jakob. Ja. So. Essen. Was, jetzt schon? Ja. Das war ja schnell. So, und der Boss ist der Irokese. Komm, wir beißen uns das durch. Okay, Form ändern. Was? Ja, du musst vom Iro auf den Elefanten gehen. Und schießen. Was ist das? Denn jetzt kommt der wahre Boss. Trolled Cheese. Und der Boss ist ein riesiger Zinken. Ja, genau. In die Nasenlöcher musst du schon muss ziehen. Mach doch. Ja, friss das. Stopf dir meine Bananen in die Nase. Das ist bestimmt auch so ein Fetisch. How's that? Sehr schön. War einfach. Kein Leben verloren. Nee. Und wir sind angekommen. In Übermorgenberg. Das ist so gegenüber vom Gesterntal. Tschüss, mein Planet braucht mich. Das war krass. Hey! Sie hat uns kein Geld gegeben. Sie hat nicht bezahlt. Okay. Gut, dann machen wir das auch noch. Ja. Schon mal locker, ja. Here we go. Boom. Das wird einfach, das schaffen wir bis 100. Der Jedi. Da ruhig, Katze. Du musst fegen. Und bewegt die sich dann, ey? Aber ich sag, wenn du dich schaffen willst.
Au. Oh, no. Oh, oh mein Genick. Ah. Ich krieg keine Luft. Ah. Du hast sie umgebracht. Oh, ein bisschen Hasch. Ah. Das ist ein bisschen Koks. Koks-Konkurrenz. Nimm das! Ein Schlag, geil. Köpfen. Let's go! Das ist der Thomas Müller hier. Yeah. Wie Thomas Müller? Ich will Thomas Müller auch sein. Cool. Das muss mit passieren. Seid ihr da meine Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Strike! Ich hab meine Datei in die Fresse gedonnert. Ich hab's gesehen. Der Jedi. Aui! Du, aua. Nicht bewegen. Du bist so hübsch. Also nicht in seine Haare gesehen, aber bezaubernd. Nom 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 nom. Soll ein Baby sein oder ein ausgewachsener Mann? Das sieht gruselig aus. Ich weiß. Ich glaube, das ist das Baby. Oh. Hm. Und die müssen wir halt nicht mit Füßen irgendwann machen. Ich bin stärker als eine Frau. Ja, ihr müsst wissen, er ist nicht stärker als ich. Ja. Na, du bist nicht stärker als ich. Ja. Okay. Ducken! Ducken! Elefantenpose einnehmen! Bin doch schon dabei! Ich hab sie schon in der Nase! Jetzt kommt der wahre Boss! Doch nicht etwa dieser Boss! Die Nase! Nein! Nimm das, Nase! Was ist das? Der Hüftschwung. Ah ja, genau. Was kriegen wir denn noch wieder? Oh. Leben. Und eine Pose. You shall pose now. Posen! Was ist das? Ja, ist die göttliche Pose. Oder sie wird die Ehrenpose genannt. Der Jedi. Ja. Oh. Aui! Frisst das! Aua! Fass die... Fass meine Orange nicht an. Fass nicht. Opa, fass die Orange nicht an, ey. Sonst muss ich dich wieder töten. Ich hab nur einen Schwung gemacht. Driving through down the city. I wanna... Bitte. No. Nein! Wo ist das? Oh! Geschafft! Natürlich! Okay. Der Iro? Ah, da kommen sie schon! Oh, meine Liebe! Meine Liebe! Eine Oberschenkelmuskel! Oberschenkelmuskel! Ja, denn die ganze Rennerei ist ja gut für die Oberschenkelmuskeln. Denn wie wir alle wissen, die ganze Rennerei ist gut für die Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln. Strike! Ja, du musst wissen, ich habe früher tatsächlich mal Baseball gespielt. Okay. Oh, fangen Kuchen. Oh. Oh, nom, 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 nom. Der ganze Kuchenteil. Hast du gesehen, wie er da beim Steak gemacht hat? Stimmt, die Kakerlaken. Nee. Was? Na. Sternzeichen, die Kakerlake. Ja, ein neues Sternzeichen. Mit dem Fisch was zu essen, der braucht doch was zu essen. Komm. Ich hab mir ein Steak, das reicht schon. Okay. Come on! Dann werden wir ja noch bis 100 schaffen. Und wir machen gleich so gut. Nein! Oh, no.
Jetzt knutscht er den Deckel ab. Oh Gott, ich muss schon wieder den Boss machen. Jetzt brauchen wir mal ein Leben wieder, hoffentlich. Ich gebe mein Bestes. Dann mach das mal. Da sitzt er sich einfach neben mich hier und frisst Chips. Ja. Was schieße ich diesmal? Ah ja, Kirschen. Ich hätte jetzt echt Appetit auf Kirschen. Aber es ist noch nicht die Saison dafür. Nein! Oh mein Gott, der Zickel ist grün. Ich glaube, der scheint krank zu sein. Meinst du nicht auch? Ja, jetzt ist er rot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er rot, dann ist er tot. Juhu! Posen mit drei Ausrufezeichen. Es ist der Affentanz. Come on! Bom, bom, bom. Also der Parapar-Tanz von Dragon Ball. Der fucking Parapar-Tanz ist eine Scheißattacke. Was ist das? Die Hunter. Nein! Nein! Du hast nicht geschlagen, jetzt hat er wie blöde gegrinst. Arschloch. Was? Du hast es versaut. Was? Du hast es versaut. Ja, der Typ, der da gekommen ist. Ha! Ich habe den Frank mitgenommen. Der hier. Akan. Und nochmal, zweimal noch. Na. Mach. Und das Spiel noch nie gemacht. Oh, du hast einen alten Mann besiegt, geil. Ich freue mich so sehr. Und nochmal. Und. Ja. Ho, da, da. Ho, da, da. Ho, ja. Wo ist das? Was? Boah, das war knapp. Boah, super, alter Mann. Let's go. Let's go. Jetzt stehen sie alle auf. Strike! Das ist irgendwie wie jedes Sportanime. Nein! Nicht den Tisch fressen! Ja, komm, zeig zu reden, Moment. Wie viele Minuten haben wir denn? Wir haben 8 Minuten. Hm. Wir können ja schon mal die Story machen. Ja. Das war der Plan. Penny! Jetzt erstmal zu Penny! Das ist übrigens die Enkelin von Dr. Grigor. Diesem berühmten Wissenschaftler. Also dieser mit dem Roboterkopf oder was? Genau. Da war er gerade. Genau. Jetzt erstmal zu Penny. Die Erfindungsschlacht. Also sie wird der Scharf an sich reißen. Wir sind so Magical Girl, Penny. Da, sie ist so ein Nerd geworden. Oh, da ist ihr Großvater. Im gleichen Bad wie Mario, ey. Hm. Das ist schon kein gutes Zeichen. Ja, den hau ich kaputt. Ich geh jetzt voll eins in die Fresse. Die Fernbedienung. Etwas höher halten? Nee. Was? Er ist doch schon. Ich hab schon seinen Torschrei gehört. Die Frittenfinger. Die Frittenfinger. Bitte was? Halte das hintere Ende leicht mit zwei Fingern, so dass der Formenstab nach vorn zeigt. Der Genuss einer einfachen Fritte ist oft die größte Inspiration überhaupt. Ist denn so ein Pommes?
Wie ein Sir. Ist das eine Resident Evil Tür? Komm schon. Emma. Ah. Voll gelangweilt. Oh, der Stöße. Der. Wie gibt's denn noch, ey? Halte den Formenstab mit deiner rechten aufrecht und setze ihn sanft auf der linken Handfläche ab. Fabelhafte Aromen werden freigesetzt und machen den Geist frei für die nächste Herausforderung. Sniper gespannt. Weil mir darf kein Lebewesen irgendwie leben, habe ich das Gefühl. Ich glaube aus, das Gefühl. Schneller. Die Frittenfinger. Leg und Sieg. Und Sieg. Und Sieg. So stell ich noch der Boxer. Der Boxer. Dreh den Formenstab quer und halte ihn mit deiner rechten Hand von oben fest. Trage den Sieg durch eine harte rechte davon. Oh. Yay! Oh, oh. Hey. Mal. Mal nach Zahlen. Oh. Yay, Spaghetti. Ich könnte jetzt echt ein paar Spaghetti essen. Oh, der Boxer. Werde ich den Hintern einer Kuh abwischen. ja. Ne? Oh Gott. Ja. Ich dachte, wäre vollkommen anders. Wow. So spitz, damit könnte man jemanden abstechen. Damit kannst du ja irgendwie aufstechen. Fissat. Du wärst ein so guter Ninja. Warum hast du nichts aus deinem Leben gemacht? Okay. Ja, genius. Boss. Welcome, Genius. Der Boxer. Ein Feind abwehren. Oh. Itizaki, es bist du. Oh. Du wirst mich niemals schlagen können. Ich bin dein Schicksal. Und drück. Oh. Jetzt aufschlitzen. Und dann war er tot. You're a genius. Gott, ging das schnell. Ja. Aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr um. Ach, machen wir noch. Ach komm. Mein Meisterwerk! Nein! Ich bin erledigt! Wie konnte ich gegen meinen Enkelin verlieren? Ich bin ein Wissenschaftler! Seid ihr bereit? Oh, jetzt tanzen alle. Na klar. Makes sense. Good. Aber auf den nächsten Part können wir uns nämlich freuen. Mhm, kennst du die beiden noch? Ja, die Spiele von denen waren gut. Mhm, 9 Volt und 18 Volt. Okay. Aber nur das Kleine war irgendwie vorher da, ne? Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Geh raus aus meinem Haus. Mach diese Hula-Dame da. Geheim. Ziege, was? Ziege. So einen Moment weg, dann ist eine Ziege auf dem Bildschirm. Interview. In der Zukunft will ich. Cool Story, Bro. Damn it. Roboter übernehmen die Welt. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. It works.
Ich und der Reis ist was doch grad? Was? Nein! Nein! Der Stößel. Ich weiß, das Töten ist eigentlich deine Aufgabe. Ja. Aber ich hab's jetzt einfach mal übernommen. Das Retten ist deine Aufgabe. Warum muss ich die Welt immer retten und du sie immer kaputt machen? Ja, warum denn nicht? Oh, schön. Oh, damit steche ich jetzt irgendjemanden ab. Wie willst du denn damit abstechen? Weil ich gehe einfach auf die Straße und mache irgendwas. Was? Ihr Boss. Ach, mein Bruder. Ich muss sie nicht töten. Oh. Das ist unser Schicksal, gegeneinander zu kämpfen. Und für meine Familie, für meine Ehre, musst du sterben. Ich habe die Power. Yay! I have the power. I've got the power. Posen, it's posen time. Awkward. McDonald's. Ich hab dann Nero lieb, das. Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Ich will liefern. Oh, Käse. Oh, Spaghetti. Was macht man dann also? Ex. Spaghetti. Gehört zu meinen persönlichen Lieblingsgerichten. Oh. Was ist dein Lieblingsgericht? Weiß ich nicht auch. Irgendwas mit Käse. Mit Käse. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Oh, schließen. Ich hatte mal früher mal so einen Bären, den konntest du umkippen. Der hat dann immer so gehabt. Ja. Okay. Wieder aufhören müssen, ne? Nee, du hättest weitermachen müssen. Komm her, Müll! Warum tue ich einen? Was? Ich liebe Augen und ich... Du hast ihn nicht genug interviewt. Nein! Wer tut ein Bären-Interview, ne? Sind die eigentlich irre? Das ist doch gefährlich. Ja, vor allem, weil es ein Eisbär ist. Ja. So, das war's für den Part. Im nächsten Part gibt es krasse, krasse Nintendo Retro Action mit 9 Volt und 18 Volt. Ja. Also, seid bereit dafür. Und tschüss, bis zur nächsten Folge, sagen wir dann. Ja, tschüss.